Der Highscore, der in Zahlen ausgedrückte Skill, Kraftmesser der Joystick und Gamepad Heroes, Stolz ganzer Generation, das heißt heute eigentlich nicht mehr. Der Highscore ist in Zeiten von Multiplayer-Schlachten wie COD, Dota oder Players Unknown Battlegrounds in der Bedeutungslosigkeit versunken. Wo uns einst noch die bloße, möglichst große Zahl oder schnelle Zeiten reichten, jagen wir heute Befehlen, Trophäen, Siegen in einzelnen Schlachten und weltweiten Rankings hinterher. Was ist passiert und wieso verschwindet der einst so wichtige Highscore aus den Köpfen der Spieler? Dabei ist die Lösung so einfach wie auch komplex. Internet. Wo früher jeder Spieler den Highscore seines eigenen Spiels auf seiner Konsole gegen seine Freunde und Geschwister aufstellen durfte und sowas wie ein regionaler Bestenlistenaustausch höchstens in den lokalen Arcade-Hallen zustande kam, sind wir heute weltweit vernetzt. Doch wirklich der Beste kann immer noch nur ein einziger sein. Doch das wäre nur die halbe Wahrheit. Es liegt vielmehr an der neuen Art zu spielen, vor allem im Multiplayer. Man ist nicht wie früher meist nacheinander dran und der größte Feind ist die Spielengine. Sondern man kämpft Seite an Seite oder direkt gegeneinander. Hier zählen andere Werte als nur komplexes Lernen der Level- und Gegnerplatzierungen. Teamwork, Adaption des menschlichen Gegners und Klicks pro Sekunde liegen weit mehr im Fokus des modernen Spiels. Aber auch im Einzelspieler wandelten sich die Games. Die neue Technik erlaubte aufwendig erzählte Geschichten, Sprache, epische Story-Sequenzen. Die Motivation liegt nun im Erleben der Geschichte selbst und nicht mehr nur im Jagen der Zahlen. Selbst eine Geschichte, die seit Jahrzehnten dieselbe blieb, wird nun auf völlig andere Weise erzählt. Doch ganz tot ist er noch nicht, der Highscore. Speedrunner jagen noch immer nach Top-Zeiten und das ein oder andere Game folgt noch den alten Tugenden. Und wer weiß, vielleicht erlebt der Highscore irgendwann nochmal eine Renaissance. Ähnlich wie das 2D-Jump'n'Run oder der lokale Multiplayer.